Ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf nächste Saison. Habe Blut geleckt und fand auch, dass ich da jetzt nicht trotz dessen, dass ich ja als quasi der Schlechteste mich qualifiziert habe, fast, bin ich da ja nicht komplett untergegangen. Recording. Yes. Weil ich habe nämlich letztens irgendwie festgestellt, also normalerweise frage ich die Gäste immer so, ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen oder so, oder sollen wir auf Record drücken? Und dann entwickelt sich manchmal ein interessanter Punkt, aber Ja. den hat man dann nicht aufgenommen. So. Ja, mach einfach, starte einfach. Ja, Ne? Mann. Wie spricht man deinen Nachnamen aus? Zibis. Zibis, okay. Genau. Dann haben die ganzen Announcer das sogar richtig ausgesprochen. Ja, ich war auch überrascht. Also, die haben das echt ganz gut gemacht. Finde Und die das haben immer auch so mein auch geil. sehr, ja, sehr deutsch ausgesprochen. Ich finde das immer so geil, wenn die dann irgendwelche Deutschen aussprechen, so Moritz Ja, Feibig oder irgendwie so. genau. Das klingt schon immer so, Alter, Ja. was ist los mit euch? Ja, jetzt war das ja in Holland, da vielleicht, es war ja, ich weiß nicht, ob das ein holländische Speaker waren, waren es die dann auf Englisch gespeakt haben, wahrscheinlich nicht. Also die Kommentatoren beim Kommentatoren, Stream ja. waren dieser Isländer ist das, glaube ich, der Ach immer so, dabei ist. ja. Der ist relativ namenssicher. Und Ja. Chase Ingram, glaube ich. Ich meine sogar, ach, der ist aus Island. Weil der war auch Glaube relativ, hat ich, mich, weiß ja, nicht. das, ich glaube, er ist auf jeden Fall irgendwie aus den Nordics hier. Weil er war auch ziemlich gut, der hat teilweise so die dänischen Namen ziemlich gut ausgesprochen. Und auch mal irgendwie so ein dänisches Wort oder zwei gesagt, wo man so gehört hat. Der kommt irgendwie auch hier aus den Nordics. Ja, geil. Also Zibis. Mats Zibis. Genau. Ja, Junge, wo zum Geier bist du auf einmal aufgetaucht? Ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich, weil ich ja nicht in Deutschland wohne. Also ich wohne nicht in Kopenhagen, habe ich schon seit 2015. Bin deswegen irgendwie jetzt irgendwie nicht in der deutschen Crossfit-Szene richtig, war da nie Teil von so richtig. Habe Crossfit hier in Kopenhagen angefangen. Und habe jetzt auch noch nicht so mega viel Wettkampferfahrung, jetzt verglichen mit anderen Athleten. Ja. Und was hast du dazu noch gesagt werden musst, Instagram auch nie richtig aktiv. Erst jetzt so die letzten, ich weiß gar nicht, letztes Jahr hab ich meinen Instagram-Account eingerichtet oder erstellt. Und wenn du kein Instagram hast, lange, da hört halt keiner was von dir, ne? Ja, ohne Mist. Also ich habe so recherchiert, als ich das Semifinal mir angesehen habe, so ich so, wer ist das? Der hat irgendwie 15 Instagram-Beiträge. Der älteste ist Ja, von genau. September 2021. Ja. So 2020 das erste Mal für die Open registriert auf der Games-Seite. 2022 irgendwie 1000 Plätze nach oben gesprungen. Bam, Semifinal, deutsche Flagge vor dem Namen. Ich so, hä, wer ist das, Alter? Ja, ich glaube, geht wahrscheinlich vielen so. Also auch in Dänemark viele, die mich nicht richtig kennen. Zumindest wenn sie jetzt nicht irgendwie aus Kopenhagen sind oder hier in meiner Community irgendwie. Ja. Aber ich versuche da jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr zu machen auf Instagram und so. Auf jeden Fall deinen Namen raustragen. Wann Genau. hast du denn angefangen mit dem Sport überhaupt? Also so richtig mit CrossFit habe ich eigentlich so 2018 angefangen. Habe vorher aber viel so Kraft, also hab voll Fußball gespielt. Und hab dann immer mehr Krafttraining gemacht und dann zum Mal ins Fitnessstudio gegangen. Und bin dann immer mehr so, wurde dann immer mehr Krafttraining. Und dann habe ich ein guter Freund von mir hier, der hat schon lange, ganz lange CrossFit gemacht, auch relativ erfolgreich hier in Kopenhagen. Und der hat mich dann irgendwie dazu gebracht, das mal zu probieren. Und dann habe ich so angefangen und bin da relativ schnell so reingekommen und habe dann angefangen, immer mehr zu trainieren. Ja. Schon wieder ein Fußballer. Alter, du bist jetzt der Ja. vierte hintereinander, der einen Fußball-Background hat. Echt? Ich hatte Ja. Luka Jukic, Ja, hat ach, der hat auch Fußball gespielt. echt? Jonas Müller Ja. hat Fußball gespielt. Gestern hatte ich Niki Heer, auch Fußball gespielt. Und jetzt du schon wieder. Was geht ab, Alter? Ist wahrscheinlich machen viele halt, ne? Also ich habe Fußball nie auf hohem Niveau gemacht oder so, einfach nur so ganz normal.
hobbymäßig. Aber habe dann irgendwann aufgehört wegen CrossFit halt, weil das dann zu viel wurde mit dem Training. Ja, aber Fußball immer nur zum Spaß gemacht. Auch mal eine Pause gehabt von 3 Jahren, da wieder angefangen, also nie irgendwie jetzt auf hohem Niveau. Und war das dein, ja, wie soll man es nennen, dein Aufstieg, dein Werdegang, war das geplant oder hast du irgendwann festgestellt, so, oh, ja, ich kann da ja mithalten? Nee, das war nie geplant. Also, das war nie geplant. Also kann man ja eigentlich nicht planen, so richtig. Also schwer zu planen zumindest, jetzt irgendwie mit CrossFit anzufangen und dann nach dem dritten Training zu sagen, ich will irgendwie zu den, keine Ahnung, Semifinals oder zu den Games oder was. Ist irgendwie schwer, oder war ich auf jeden Fall nie so der Typ, der das gemacht hat. Ich habe eigentlich angefangen und dann ganz normal Classes gemacht in der Box. So bin dann aber relativ, weil ich halt auch also so viel Krafttraining vorher gemacht hatte, einen ganz guten Background gehabt in dem Bereich. Also meine Kraft, die ich jetzt habe, so Raw Strength-mäßig, hatte ich alles schon vorher. Also ich habe mich, seit ich CrossFit angefangen habe, bin ich nicht mehr stärker geworden. So jetzt zumindest, was jetzt so die Squat, Deadlift und so angeht. Zumindest oder minimal, aber eigentlich kaum. Das hatte ich halt, wenn du die Grundlage da hast, dann fallen dir eben eine Dinge einfach leichter zu lernen. Ne? Also Gymnastics ist mir sehr leicht gefallen zu lernen. Weightlifting eher nicht. Da habe ich auch immer noch Probleme mit. Aber ich habe eigentlich ganz mal angefangen, Classes gemacht und so und dann mal so irgendwie die Advanced oder wie nennt man das, Advanced Classes gemacht oder wie sie es ja nennen in den Boxen und so. Oder Competition Classes. Und dann irgendwann dazu beredet worden, meinen ersten Wettkampf zu machen hier in Kopenhagen, die Butchers Classics im Jahr, wann war das? 2019. War das dann noch Ja. vor Covid oder war das schon im? Das war vor Covid. Das war noch deutlich vor Covid. Da habe ich mitgemacht und ja, habe einfach irgendwie viele Dinge relativ schnell gelernt. Und auch so eine Grundausdauer war auch irgendwie schon immer da. Ja, und dann habe ich irgendwann dann eben einfach mehr und mehr trainiert. Also, als ich dann so rausgefunden habe, okay, irgendwie das liegt mir, hat das dann irgendwie auch irgendwie das, ja, wie sagt man auf Deutsch, das Feuer ein bisschen entzündet und dann hatte ich einfach Bock nach dem ersten Wettkampf, habe dann mehr und mehr trainiert und dann auch mehr strukturiert trainiert, einen richtigen Plan verfolgt dann irgendwann und so. Und dann kam das so relativ schnell. Krass. Und war das eine Überraschung für dich, dass du im Semifinal dabei bist, oder? Ja, doch, das war schon eine Überraschung. Also es war schon mein Ziel, es war jetzt aber nicht so, es war ein bisschen schwierig, weil ich habe die Saison für letztes Jahr, also die 2021er-Saison, habe ich nicht mitgemacht, weil ich Verletzungsprobleme hatte. Und das war die erste Saison mit Semifinals. Und deswegen hatte ich überhaupt keinen Referenzpunkt. Also konnte jetzt nicht sagen, irgendwie letztes Jahr bin ich 100er geworden, jetzt dieses Jahr ist das Ziel dann Top 60. Also ich hatte absolut keinen Referenzpunkt. Auch, ja, und dann deswegen war das ein bisschen, ich habe. Das war ein bisschen die Frage, ein bisschen, ob ich wirklich Team oder Individual. Und dann habe ich Nein gesagt zu Team. Oder was heißt Nein gesagt zu Team? Einfach eigentlich hauptsächlich, weil irgendwie kein Team so richtig entstanden ist. Und dann war halt die einzige Möglichkeit, war halt einfach Individual. Und dann, also ich wusste schon, weil ich auch einfach, also ich habe viel mit Leuten trainiert, die auch gut sind und auch mit Leuten trainiert, die bei den Semifinals waren, auch teilweise bei den Games waren und so, wusste ich schon so, also es gibt Sachen, da kann ich mithalten. Also das war mir schon klar. Aber ich weiß auch, es gibt Sachen, da kann ich absolut nicht mithalten. Deswegen war das ein bisschen, ich versuche es einfach, gib alles bei den Quarterfinals. Und wenn die Workouts mir ein bisschen liegen, dann denke ich schon, dass das realistisch ist. Kann aber auch was kommen, wo ich einfach komplett durchfall. Und das, ja, es war nicht geplant. Also ich wäre jetzt auch nicht irgendwie super enttäuscht gewesen, wenn es nicht geklappt hätte.
weil dann hätte ich irgendwo gedacht, na gut, kann ich auch irgendwie nicht erwarten. Aber hat im Endeffekt dann ganz knapp noch geklappt. Wie knapp war das? Auf welchem Platz bist du reingerutscht? So knapp wie es geht eigentlich. Ich bin 62. geworden. Und dann haben ja, ich weiß nicht, 3 oder 4 oder so, haben dann ja ihren Invite declined. Und ich bin dann quasi nachgerutscht. Ja, geil. Sitzt man dann, wenn man so nah an der Cutline ist, sitzt man dann irgendwie täglich davor und guckt, ob jemand weggestrichen wird oder, oder war das für dich so, oh krass, ich bin dabei, okay, cool. Nicht, also es dauert relativ lange, also von dem Zeitpunkt, wo die Top 60 ihren Invite bekommen und die Backfills ihren Invite bekommen, das dauert relativ lange, das sind nämlich 3-4 Wochen vergangen oder so. Okay. Also ich habe da jetzt nicht, ich wusste schon, das dauert. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag da geguckt und jeden Tag geguckt auf dem Leaderboard. Was ich aber gemacht habe, beziehungsweise was auch andere, was heißt nicht für mich gemacht haben, aber andere, die einfach so ihre Leute kennen und Connections haben, die haben dann, hat sich dann immer rausgestellt durch Instagram und so, dann wusste ich schon, dass einige decline werden. Also ich wusste eigentlich von Anfang an, oder ich sag mal jetzt kurz nach den Quarterfinals, wusste ich schon, okay, es wird 2 geben, die mindestens 2 geben, die nicht annehmen werden, weil die Team gehen, weil die das irgendwie bei Instagram gepostet haben oder so. Also unter anderem, wie heißt der nochmal hier, der Joshua Al-Shamar, wie man das ausspricht, weiß ich jetzt nicht genau. Hat irgendwie, ich glaube, er hat Top 10 Platzierung gemacht bei den Quarterfinals. Da bei ihm wusste ich schon, er ist Team Invictus und wird Team gehen. Und macht hat die Quarterfinals einfach nur gemacht, weil, ja, um sie selbst zu testen oder ich weiß nicht. Ich wusste schon, dass, und das wusste ich auch von dem anderen auch. Und dann war die Chance relativ hoch dann, ne? Genau, ich wusste eigentlich, es musste ja nur 2 nicht annehmen und ich wusste, dass 2 ablehnen werden. Und dann habe ich eigentlich nur darauf gewartet, einen Invite zu bekommen. Das hat dann aber ein paar Wochen gedauert. Ja, nice, ja. Dann Lowlands in Holland am Start gewesen. War das bisher die wahrscheinlich größte Comp, was die Leistungsdichte dann so angeht für dich, ne? Ja, absolut. Das war die größte Competition, auf der ich bis jetzt war, sowohl niveaumäßig, aber auch einfach größenmäßig. Also viel größer als Semifinals geht es ja eigentlich, also kommt dann ja nur noch Games. Ja. Auch jetzt so von der Zuschauerzahl und von so vom und natürlich vom Niveau, ganz klar. Und hast du Blut geleckt? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf nächste Saison. Habe Blut geleckt und fand auch, dass ich da jetzt nicht trotz dessen, dass ich ja als quasi der Schlechteste mich qualifiziert habe, fast, bin ich da ja nicht komplett untergegangen. Und deswegen war das trotzdem eine geile Erfahrung und ich bin auch der Meinung, dass ich da nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen noch mithalten kann. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich mich nächstes Jahr wieder qualifizieren werde. Ja, auf jeden Fall gar nicht untergegangen. Ich glaube, bist. Ich bin 21. 21. Jahr, ne? Ja. Im Endeffekt. Das war krass Wochenende, viel Ups und Downs. Dein bestes Event war das zweite, ne? Da warst du 6. Ja, mein bestes Event, das war das zweite, dieser Deadlift, Hands and Walk und Airrunner. Das war mein bestes Event. Mein zweitbestes Event war dann die Devil's Press und Hands and Push-Ups. Und dann weiß ich gar nicht, was mein drittbestes Event war. Das mit dem Hands and Walk, das war das, wo man um dieses Pylon rumlaufen musste, ne, unbroken. Ja, genau, man musste erst irgendwie, es waren 1200 Meter laufen und dann waren das 3 Runden, 12 Deadlifts und 12 Meter Handstand Walk um diese Pylon rum, also 6 Meter hin, dann rum und dann zurück. 3 Runden, dann wieder laufen, dann nochmal 3 Runden, dann zum Abschluss nochmal 600 Meter Row. Da hast du wahrscheinlich dann die Heat auch gewonnen, ne? Ja, genau. Ja. Und dann bis zum Ende waren es dann der 6. Platz. Ja, krass. Genau. Wenn du sagst, dass du Blut geleckt hast, bist du dann
Bist du für das erste Semifinal 21. Platz, bist du da zufrieden oder denkst du dir, ich hätte da und da noch irgendwie was rausquetschen können? Ich bin zufrieden. Es waren ein paar Dinge, also am Wochenende, mit denen ich nicht zufrieden war. Und ich bin auch der Meinung, dass ich auf jeden Fall eine Top-20-Platzierung, dass sie auf jeden Fall drin gewesen wäre. Irgendwie zwischen 15 und 20, glaube ich, wäre realistisch gewesen. Ich habe beim Rope Climb im ersten Event, das waren die Rope Climbs, habe ich No Rep bekommen für meinen letzten Rope Climb. War ich einfach nicht deutlich, ja, das deutlich, einfach nicht deutlich genug markiert. Und dann hat er mir gesagt, I didn't see it, hat der Judge gesagt. Dann, ja, habe ich halt einfach nicht. Kann man dann natürlich stehen und diskutieren, aber wenn man das halt nicht deutlich genug macht und das nicht sieht, dann ist es halt Pech. Da musste ich halt wieder hoch. Und der letzte, also es war der 10. Rope Climb. Das hat natürlich einiges gekostet. Aber so ist es halt. Hast du nachgesehen gehabt, wie viele Plätze dich das gekostet hat? Ja, es ist schwer zu sagen, weil ich wusste nicht, also der. Also es hat mich wahrscheinlich, weil welche Sekunden das gekostet hat, 15 Sekunden Mit bestimmt Sicherheit, oder ja. so. 15, Also 20 Sekunden mit der Sicherheit. letzte Rope Climb war auch schwer, also da war echt nicht mehr viel drin. Und in einem, was war das, irgendwie ein 3-Minuten-Event oder so, sind 20, 15, 20 Sekunden Ja, natürlich ja. viel. Aber ist halt so, das ist ja so, das passiert halt, ne, bei Competitions, das passiert allen. Ich wusste in dem Lifting-Event, das vierte Event, der Complex da wusste ich, da werde ich nicht gut abschneiden, weil Weightlifting ist halt einfach nicht meine Stärke und besonders auf dem Niveau, wo du da ja eigentlich ja, fast 135, 140 machen musst, um dann eine mittelmäßige Platzierung zu bekommen. Das war nicht drin, da wusste ich schon, das wird irgendwie da werde ich unten an. Im Finale. Oder im letzten Event, der Sprint da mit den Overhead Squats. Wusste ja auch, Overhead Squat ist ja auch ein bisschen, also geht natürlich auch irgendwie unter Weightlifting, ist auch nicht meine Stärke. 100 Kilo ist schwer für mich. 7 waren das am Ende, ne? Oder? 10. 10 sogar, 10, wow. das Okay, waren wow. 40 Kalorien, Ecobike, 20 Bar Muscle-Ups und dann 10 Overhead Squats mit 100 Kilo. Wusste ja auch, also ich musste die ersten zwei Übungen sehr pacen, damit ich einfach noch die 100 Kilo machen kann. Wusste ich aber auch vorher. Was ärgerlich war, also es war wirklich das Einzige, wo ich enttäuscht war. Das war das Event mit den Chest-to-Bar-Thrustern und Belly Box-Jump-Overs. Weil das eigentlich ein Workout ist, was mir liegt. Also ich bin eigentlich so, genau jetzt so wie irgendwie Legless Rope Climbs oder Handstand Push-Ups oder so, das sind oder Handstand Walk. Sind einfach so Sachen wie Burpees und Chest to Bar, das liegt mir. Und da habe ich dann, hat mein Judge war der Meinung, dass ich die Dumbbells nicht bei den Thrustern nicht in der Front Rack Position gehabt habe, sondern die eben so hier so unten nach unten hängen habe lassen, also nicht hier liegen, sondern so unten hängen. Und hatte mir halt No Reps gegeben. Und ich bin halt einfach, also ich habe eigentlich fast nur jeden zweiten Rep bekommen und ich bin gar nicht zu den der Boxing, wo es gekommen, zwei von den Runden. Und das war halt total weh, weil das eigentlich was war, was mir liegt, wo ich dann aber, ich glaube, 29. Mal letzten Platz gemacht habe. Das war so das Einzige, das war die einzige Situation am Wochenende, wo ich so enttäuscht war und irgendwie fand das auch ungerecht, aber kann man natürlich immer sagen, im Nachhinein ist halt auch ein Teil Ja, ist davon, mega ne? schwierig. Das ist halt, also wie du schon sagst, ist halt Teil der Ja. Competition-Erfahrung dann auch so, ne? Mit den Judges, aber es ist halt mega schwierig so. Also es gab halt auch so Ja. viel. Also ich finde es halt immer scheiße, wenn es halt unkonsistent ist, weißt du? Also Ja, wenn das war. halt einige Athleten halt anders behandelt werden als andere, objektiv gesehen jetzt halt so. Oder auch halt, wenn die Semifinals miteinander vergleicht, gab es halt auch unterschiedliche Auslegungen und da auf einem Event sind die Leute halt durchgekommen mit irgendwas und auf dem anderen nicht so, ne? Und dann ist halt so, ja. Ja, das war eben auch, deswegen war ich auch so enttäuscht, weil ich einfach, ich habe das Gefühl hatte, dann ich habe dann nach rechts und nach links geguckt und dann haben die anderen das genauso gemacht, habe es noch schlimmer, wo ich auch nicht,
woran nichts falsch war. Die haben ganz normale Pflaster gemacht und wofür ich dann Noref bekommen habe. Aber das bringt halt in der Situation ja auch nichts. Ja, nee, kann man selbst halt nicht beeinflussen, sondern man kann halt nur versuchen. Genau. Das war natürlich ärgerlich. Aber im Endeffekt jetzt nochmal, um auf die Platzierung zurückzukommen, ich hatte eigentlich keine Erwartung jetzt an Platzierung, weil ich eben auch dadurch, dass ich eben als Letzter mich qualifiziert habe, dachte ich einfach nur, ich bin dabei, gib mein Bestes und dann gucke ich, wofür es reicht. Also wär noch auf jeden Fall was drin gewesen. Und wenn du jetzt sagst, du hast Blut geleckt und wenn jetzt die Schwächen gehämmert, wird die Weightlifting-Technik penetriert jeden Tag das nächste Jahr. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall beim Weightlifting arbeiten. Dann komplett einfach wie nennt sich das auf Deutsch? Manchmal fehlen mir die Worte auf Deutsch, weil ich nur denen sprechen wollte. Mhm. Auch einfach meine Verletzungen bzw. Kleinigkeiten körperlich einfach komplett in den Griff kriegen. Und dann auf jeden Fall eben Weightlifting, genau. Ist eigentlich so die größte Sache, an der ich arbeiten muss. Oder ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ja, interessant mit der Sprache. Wann bist du nach Dänemark? Ich bin 2015 nach Dänemark gezogen. Komme aus Norddeutschland. Ja. Aus der dänischen Minderheit. Und bin in Schleswig zur Schule gegangen. Und war auf dänischen Kindergarten, dänische Grundschule, dänische Gymnasium. Okay. Also habe quasi von Kind an Dänisch gelernt. Mhm. Und bin ja zweisprachig aufgewachsen. Und bin nach dem Abi dann nach Dänemark gezogen zum Studium. Was hast du studiert? Sport. Sport studiert mit Zweitfach Biologie. Ja, krass. Passt ja dann. Ja, genau. Ja. Haben deine Eltern auch Sport gemacht? Ja, immer. Mein Vater viel Leichtathletik gemacht und gelaufen. Also Leichtathletik eher früher, als ich dann, nachdem ich geboren wurde, halt eigentlich primär laufen. Auch viel Marathon und so ein Kram. Und meine Mutter auch eher auf nicht so hohem Niveau wie mein Vater, aber auch viel gelaufen. Aber mehr so auf Hobby-Basis. Also das heißt, du bist halt eigentlich mit der dänischen CrossFit-Szene viel mehr verwurzelt als mit der deutschen, ne? Ja, viel mehr. Ich habe CrossFit in Dänemark angefangen, in der dänischen Community, und kenne hier viel mehr. Also ich war letztes Jahr auf dem German Throwdown, habe da mitgemacht und habe da zum ersten Mal so ein bisschen die deutsche Community kennengelernt. Also zum ersten Mal deutsche Athleten getroffen und so. Und genau. Nee, krass. Wenn jetzt, ich habe gerade so ein Gedankenspiel im Kopf, sondern ich bin halt auch viel mit dem Bundesverband Fitness hier in Deutschland am Connecten und Interviewen und so, ne? Und das Ziel von dem Verband und von der IFA ist ja, CrossFit irgendwie oder Functional Fitness zu den Olympischen Spielen zu bringen, so, ne? Mhm. Spielen wir jetzt mal so ein, keine Ahnung, 20, 30 Jahre in der Future. Functional Fitness ist ein olympischer Sport. Mhm. Und ja, wie es beim Fußball so ist, würdest du dann für Deutschland oder für Dänemark antreten? Wenn die Frage kommt. Ey, Mats, also, trete mal unserem Team bei. Also jetzt gerade stellst du die Frage ja gar nicht, weil ich kein dänischer Staatsbürger bin. Ja. Deswegen habe ich auch die deutsche Flagge hinter meinem Namen, weil ich deutscher Staatsbürger bin und nicht dänischer. Deswegen darf ich einfach nur für Dänemark antreten. Ich weiß es gar nicht, wenn ich die dänische bekommen würde, ob ich dann wählen dürfte oder wie das dann ist, wenn ich jetzt beide Staatsbürgerschaften hätte, wie CrossFit das dann machen würde. Wenn ich jetzt beides hätte und beide Möglichkeiten hätte und man würde mich fragen, willst du lieber für Deutschland? Wie entscheidet sich dein Herz? Genau, das ist eben schwer. Das ist auch die Frage, kriege ich auch oft gestellt. Fühlst du dich mehr als Däne oder mehr als Deutscher? Ja, ja. Also ich fühle mich mehr als Deutscher als Däne. Ich bin ja auch Deutscher und habe, bis ich 19 war, in Deutschland gelebt und immer zu Hause Deutsch gesprochen und so mit meinen Eltern.
Ist schwer. Kann ich eigentlich gar nicht beantworten. Jetzt auf Cross bezogen kann ich gar nicht beantworten, für wen ich jetzt lieber antreten würde. Kann ich gar nicht so sagen. Also wenn die Situation wirklich entstehen sollte, dann müsste ich mir dann zu dem Zeitpunkt nochmal Gedanken machen. Aber das kann ich so gar nicht sagen, ehrlich gesagt, weil ich, ja, ist einfach eine schwere Entscheidung, ist halt auch ein bisschen Gedankenspiel. Muss aber auch dazu sagen, dass in Dänemark das jetzt noch nicht so gibt mit dieser, also das, es gibt hier keinen Verband Ah, okay. in dem Sinne. Deswegen besteht die Möglichkeit in Dänemark hier gar nicht so. Es wurde, warte mal, das war vor Corona noch. Ich weiß nicht, ob das 2019 war oder so. Da wurde hier mal so ein Versuch gestartet, beziehungsweise war auch erfolgreich. Ich weiß nicht, ob dann Verband richtig gegründet wurde, aber dann da haben sich auf jeden Fall welche zusammengesetzt hier aus der Szene und haben dann so eine Danish Functional Fitness Competition, also die dänische Meisterschaft, wenn du so willst, ausgerichtet. Das hat auch gut funktioniert, aber dann wurde auch durchgezogen und so. Und dann ist das aber ein bisschen eingeschlafen im Nachhinein. Ich weiß nicht, also hat man irgendwie, ist dann nicht mehr richtig weiter verfolgt worden. Aber so richtig wie in Deutschland, dass es einen richtigen Verband gibt mit, der das wirklich so richtig, wie sagt man, so richtig strukturiert aufbauen will, das gibt es hier noch nicht so richtig. Das heißt, wenn mir jetzt die Frage gestellt werden würde, dann würde ich natürlich für Deutschland antreten, weil es das in Dänemark noch nicht so gibt. Wenn das jetzt komplett gleichwertig wäre, also wenn es einen richtig guten strukturierten Verband in Dänemark geben würde und ich wäre dänischer Staatsbürger, dann müsste ich mir da nochmal Gedanken drüber machen. Wäre es nochmal eine andere Geschichte, ja. Ja, klar, es sind die Deutschen halt so, ne? Also hier gibt es dann halt direkt einen Verband, die Gesetze, alles wird genauestens durchgeführt. Aber ist auch eine coole Sache, finde ich, mit dem Verband. Also ich finde, es ist schon ganz, ist schon geil, dass sie das versuchen, so richtig, also einfach strukturiert aufzubauen und dass sie auch irgendwie versuchen, da habe ich da, die teilen dann irgendwie die Workouts auf in irgendwie Power, Endurance und also richtig so versuchen, irgendwie CrossFit oder Functional Fitness dann irgendwie so in richtig zu strukturieren und so in Boxen aufzuteilen. Ach, kann er, ist irgendwie auch ein guter Gedanke, finde ich. So. Weil das ja irgendwie auch dazu, das muss ja irgendwie gemacht werden, damit das irgendwann mal olympisch werden kann oder so. Ja, genau. Also es ist halt ein anderer Ansatz, so, ne, als den die Company CrossFit halt fährt, weil da ist alles die Unknown and Unknowable so, ne? Und jetzt, aber das kannst du halt bei den Olympischen Spielen kannst du halt nicht bringen, kannst halt nicht sagen, so ja, es kann alles und nichts sein, so das Workout jetzt so, ne? Dann denken sie so, ja, Ja, eben. Ja. Okay. Und deswegen ist es halt ein anderer Ansatz, aber es ist halt trotzdem immer noch im Grunde so dasselbe für mich. Also auch wenn du halt die Workouts weißt, so ja, dann weißt du die halt so, ne? Ja, Ist halt dann so. also das weiß man ja bei Competitions auch. Also ich Ja. meine jetzt die irgendwie, also es ist ja nicht so, dass die jetzt jedes Jahr die gleichen Workouts machen bei den Functional Fitness, Ja. wie heißt das, deutschen Meisterschaften. Das Genau, ist ja auch, ja. sind ja auch verschiedene Workouts in der jeweiligen Kategorie daneben. Das ist ja beim CrossFit eigentlich nicht anders. Dann kriegst du halt auch die Workouts eine Woche vorher zu wissen. Und dann wirst du ja auch meistens irgendwie was aus jeder Kategorie haben. Du wirst irgendwas Kraftmäßiges haben, du wirst irgendwas Endurance haben, du wirst irgendwas Gymnastics haben. Es ist ja im Prinzip nicht viel anders. Nur, dass das eben irgendwie Überschriften bekommen hat. Ja, nee, das stimmt. Also bis zu den Games ist ja auch, weißt du auch alles immer so ein paar Wochen vorher. Bei den Games weißt du auch, ein paar Workouts kriegst du dann schon mit. Oder kannst du ja denken, so ja, Schwimmen wird auf jeden Fall irgendwie kommen, so. Auch wenn es nicht angekündigt wird. Und dann, ja, also ich finde es ein interessanter Ansatz und bereichert auf jeden Fall das ganze Thema halt, weil es mehr Möglichkeiten gibt und auch. Ich finde es halt cool, wenn Länder gegeneinander antreten. Das ist immer noch mal was anderes, als wenn die Person klar, ja, du hast jetzt die deutsche Flagge so, ne, und so. Das ist auch dann cool zu sagen, so, ja, ein Deutscher hat sich jetzt für die Games qualifiziert, im Fall von Moritz Fiebig jetzt. Aber
Im Prinzip trittst du ja für dich selbst an, so, ne? Ja, eben. Das gibt ja nochmal ein anderes irgendwie Dazugehörigkeitsgefühl oder nochmal eine andere Identität, dass man irgendwie sein Land vertritt und nicht nur sich selber, ne? Oder sein Affiliate, aber das ist ja am meisten auch nicht also so das Gleiche. Wie sind die Dänen so drauf? In der CrossFit-Welt? Schwere Frage. Ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich nicht genau weiß, wie die Deutschen drauf sind. Also ich kann nicht den Vergleich richtig ziehen. Es ist also schon, also das Niveau ist relativ hoch in Dänemark. So, wenn man jetzt zumindest, wenn man jetzt auf die Einwohnerzahl guckt, also die Dichte ist, es gibt sehr viele gute Crossfitter, wenn man jetzt das in Betracht zieht, dass es halt nur 5 Millionen Einwohner gibt. Also das Niveau ist hoch, es gibt viele Crossfitter. Und die Crossfit-Szene ist auch ziemlich am Wachsen. Also es gibt sehr viele Boxen, es gibt ziemlich viele, machen Crossfit für viele, jetzt auch jetzt nicht irgendwie. Für viele ist es auch, für viele jetzt nicht vom nicht Wettkampfathleten, das ist auch sehr so Lifestyle-mäßig, ne? Trainieren extrem viel. Viele Mitglieder Boxen trainieren mega viel und das ist dann leben halt auch irgendwie diesen Lifestyle, der, ja, weil es irgendwie halt auch populär ist und Spaß macht. Ne? Und die Dänen sind oftmals, ist zumindest mein Eindruck, auch eine relativ so moderne Gesellschaft. Und wenn dann so ein Sport, wie CrossFit dann irgendwie so modern wird oder eben wie es die letzten Jahre eben geworden ist, dann springen die auch auf den Zug mit auf. Aber so das Niveau in Dänemark von den guten Crossfittern ist schon relativ hoch. Zumindest wenn man jetzt auch die Einwohnerzahlen in Betracht zieht. Also ich glaube, ich würde mich, oder bin mir ziemlich sicher, dass ich mich in Dänemark, weiß ich mal schwer zu sagen, ich glaube, ich würde mich niedriger platzieren in Dänemark, jetzt zum Beispiel bei den Open oder so, als in Deutschland. Ja, ich finde das voll spannend, weil, also ich habe manchmal das Gefühl, zumindest in Europa, dass je niedriger die Bevölkerungszahl, desto besser für den Sport halt irgendwie so. Also wenn du dir, keine Ahnung, wenn du Island anguckst oder auch Norwegen, Schweden, Dänemark, also die ganzen nordischen Länder vor allem, die halt niedrig besiedelt sind, bringen richtig in regelmäßigen Abständen halt Top-Athleten so raus, so, ne? Ja, genau. Und die ganzen dichter besiedelten Länder wie, keine Ahnung, Spanien, Deutschland, Italien, was auch immer, da ist es halt gefühlt viel, viel schwieriger, da irgendwie jemanden zu den Games zu bringen. So. Keine Ahnung, also Moritz ist jetzt der erste Deutsche, der das jetzt gepackt hat, in dem Format auf jeden Fall. Jetzt. Format, was man mit den Regionals vergleichen kann. So. Also jetzt mal abgesehen von diesem Jahr, wo es die National Champions gab, so, ne? Ja. Ist jetzt der erste, der das halt irgendwie gepackt hat. Das ist halt irgendwie krass so, ne? Also wenn du das mit Schweden, Norwegen, was weiß ich, Island vergleichst, so. Ja, oder auch, also Dänemark hatte eigentlich die letzten vielen Jahre, ich weiß nicht, ob das jetzt jedes Jahr, aber eigentlich immer Games-Athleten dabei. Also wir hatten eine lange Zeit lang Frederik Egidius immer bei den Games dabei, dann auch jetzt nicht die letzten Jahre, aber auch viele Jahre auch Rasmus Andersen immer dabei, der ja sogar, ich weiß nicht, was hat er mal gemacht? Irgendwie einen 8. Platz bei den Games irgendwann mal. Jetzt André Hodé, ne? Also eigentlich immer Top-Athleten dabei. Und auch viele so, wenn man jetzt nochmal, also nicht jetzt Games-Niveau, aber jetzt irgendwie so, ja, ich weiß nicht, ob das Regionals-Niveau oder ein bisschen unter Regionals-Niveau gibt es halt auch sehr viele hier. Also die Dichte an guten, jetzt vielleicht nicht Games-Athleten, aber guten Athleten ist ja relativ hoch. Ja. Aber da sprichst du einen guten Punkt an. Häng dich an André Hodé dran, wenn du die Weightlifting-Technik perfektionieren willst. Alter, ist jedes Mal so Zucker. Ja. So jede Competition, wo entweder er oder Guy Maheros dabei sind, ist einfach nur Zucker. Mach ich auch. Er ist ja er ist nicht mein Coach, aber mach sein Programm. Ah, okay. Ich kenne ihn ziemlich gut mittlerweile.
Richtig cooler Typ. Perfekter Pick, Junge. Genau. Perfekt. Aber ich bin da jedes Mal so, ich habe eine Zeit lang hier in Bielefeld im Gewichtheberverein halt einfach mal so ein halbes Jahr verbracht, so um die Technik halt zu verfeinern, so, ne? Und die sind halt so, ja, ich will nicht sagen, dass sie irgendwie was gegen CrossFit haben, aber schon so ein bisschen. Ja. Also, die sind halt noch so altbacken, so, ne? Also die verstehen halt nicht, dass so das dieser andere Sport dann halt auch Leute zu ihrem Sport halt irgendwie rüberschickt, so. Das raffen die halt noch nicht so. Und die waren halt immer so voll am Haten, so, ne? Und dann habe ich denen halt einmal irgendein Semifinal oder so gezeigt, wo halt Rude und Maheros dabei waren und dann so, ja. Okay. Ja. Ja, also Silence. In Dänemark ist es auch, es ist vor allem hier in so in Kopenhagen, Großstadt, ist es auch sehr, also das ist, es ist sehr viele CrossFit, da machen halt auch Weightlifting oder gehen halt auch Weightlifting-Clubs. Also ich habe ich immer so gehört, das ist ja behaupte ich jetzt nicht, aber das habe ich mal so zu wissen bekommen oder gehört. Also ohne CrossFitter wäre Weightlifting hier fast, also am Aussterben. Also ich glaube, wenn du hier, zumindest in Kopenhagen, in den Weightlifting-Club, zumindest jetzt so die gängigen, die es in Kopenhagen gibt, wenn du da reinkommst und da sind 15 Leute, dann sind davon 10 CrossFitter. Einige CrossFitters, die treten dann ja auch bei Weightlifting-Competitions an, also wenn die zum Beispiel jetzt gut Weightlifting gut können, gibt es auch, die machen irgendwie so beides, ne? Also das gibt einige hier, kenne ich einige, die so irgendwie so beides machen. Also da sind die Übergänge mittlerweile auch fließend. Zumindest den Weg, also die wenigsten Weightlifter treten bei einer CrossFit-Competition, aber einige machen es umgekehrt. Das wäre auch mal spannend. Ja. Ja. Wir haben gerade Larger Talachaze bei den Open oder so. Ja. Also so ein Event würde ich gerne sehen. Clean Complex mit Larger wäre ganz geil, okay, auf jeden Fall. Ja. Ja, sind das ja nicht gerade jetzt gerade die Europameisterschaft im Weightlifting? Irgendwas ist doch jetzt. Boah, weiß ich gar nicht. Ich weiß es nur, weil jetzt auch einige eben hier aus Dänemark jetzt irgendwie in Malta. Ich weiß gar nicht. Malta? Ja, stimmt, Malta. Es ist aber auch ein, es ist auch ein Throwdown in Malta jetzt irgendwie. Das kann auch sein, dass sie die beiden Sachen verwechseln. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt hier gerade irgendeine Meisterschaft im Weightlifting. Es kann sein. Ich glaube, European Championship oder irgendwie so. Ja, doch, ich glaube, du hast recht, weil ich folge so einer maltesischen Weightlifterin und die postet wie verrückt gerade im Moment. Das kann sein, dass da was passiert. Ich weiß auch, dass einige, die ganzen dänischen Weightlifter sind jetzt alle da auf der Competition. Ich weiß noch gar nicht genau, wo das ist, aber Malta könnte man. Ja. Da gibt es auch einen Anhaltspunkt, an dem man dich hätte entdecken können, schon vor dem Semifinal, weil es gibt auf ganz YouTube, glaube ich, ein einziges Video von dir, wo du bei Weightlifting 101 irgendwie, ich glaube, einen Clean and Jerk oder so machst. Ja, und Weightlifting 101 ist für mich immer so ein Indikator, wenn die Leute da waren, okay, da könnte was draus werden, weil da waren auch, durch diese Schule sind alle gegangen, so, ne? Mhm. Also, was die Male- und Female-Athleten in Europa betrifft, ja. Die waren da alle. Ja, ich war nur einmal bei Weightlifting 101. Das war da stammt das Video auch her, ich weiß es noch nämlich. Das war nur, ich glaube, es war nur ein Clean. Ja, das ist schon lange her. Oder was heißt lange her? Weiß nicht, wie lange ist jetzt? 2 Jahre oder? Ja. 2, 3 Jahre. Da hätte man dich sehen können, hätte sagen können, so, okay, ja, genau. Da direkt auf den Radar packen. Ja. Ja. Ich glaube, das war sogar müsste sogar noch vor meinem ersten Wettkampf. Aber da sind immer alle, ey. Das ist richtig krass. Also wenn man da in die krass, Historie zurückblickt, so, ja. Das ist die Gruppe, denkst du so, okay, crazy. Gruppe. Wobei, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie passiert da nicht mehr so viel ohne. Ja, ist mir auch aufgefallen. Er hat dann irgendwie angefangen, so viele Dumbbell-Work zu machen, hat dann so in der Corona-Zeit viele Outdoor-Dumbbell-Kurse gegeben. Ja, so. Ja. Und seit das irgendwie dann vorbei war, als Corona irgendwie, was heißt vorbei, aber Corona nicht mehr so präsent war, ja.
habe ich da. Oh, ich hoffe so, dass es vorbei ist. Ich hoffe nicht, dass ja, hoffe auch. Täglich grüßt das Murmeltier im Winter wieder kommt, so Alter. Nee, das hoffe ich auch nicht. Aber ja, sind viele große Athleten sind dadurch die Weightlifting 101 Schule gegangen. Auf jeden Fall. Björkwin. So, unter anderem ja auch. Aber warum hat dich CrossFit eigentlich so gepackt? Also warum hat sich das so reingezogen? Ich glaube, also einfach erstmal, weil ich den Gedanken gut fand, irgendwie so viele verschiedene Sachen zu kombinieren. Den Gedanken mochte ich. Mir haben viele der Sachen Spaß gemacht, also zu trainieren. Einfach viele Sachen haben mir einfach Spaß gemacht zu machen. Und dann habe ich irgendwann dann eben auch festgestellt, dass mir das liegt. Und wenn man dann irgendwie merkt, es liegt einem, dann hat man auch irgendwie Bock. Dann kriegt man ja mehr Lust. Ist ja irgendwie klar, wenn man merkt, okay, das kann ich ganz gut. Man bekommt dann zu wissen, ich melde dich doch mal hier bei dem Wettkampf an oder mach doch mal mit oder so, dann macht das ja natürlich auch mehr Spaß, als wenn man jetzt irgendwie nicht weiterkommt. Und dann kannte ich auch, einfach hatte ich einen guten Freund hier, der mich dann auch dazu gebracht hat und der mich dann auch irgendwie so ein bisschen so mit in die Szene integriert hat und so. Und hast du auch noch eine hohe Leidenstoleranz? Weil ich finde, das braucht man irgendwie in diesem Sport, finde ich. Ja. Das würde ich mal behaupten wahrscheinlich alle von sich. Also, ich glaube, wenn man eine gewisse Leidenstoleranz nicht hat, dann kann man den Sport oder auch viele andere Sportarten auch ja nicht richtig machen. Ne? Also, dann geht halt nicht. Du musst natürlich du wirst immer an einen Punkt bekommen in Workouts, wo du keine Lust mehr hast. Und wenn du dann nicht weitermachen kannst, dann hast du natürlich irgendwann ein Problem. Also das würde ich mal schon von mir behaupten. Ob ich jetzt eine höhere Leidenstoleranz habe als andere, jetzt sage ich mal Athleten, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es daran nicht, auf jeden Fall nicht daran scheitert bei mir. Also. Ja. Weißt du noch, was dein erstes Workout war? Ich weiß nicht mehr genau, was mein allererstes Workout war. Ich weiß nicht mehr genau das Workout, aber ich weiß noch, welche Übung. Ich habe angefangen hier bei CrossFit Kopenhagen. Damals noch. Gibt es ja jetzt nicht mehr. Also gibt es schon noch, aber haben Namen gewechselt und andere viele. Damals eine Class gemacht. So eine Intro-Class. Das war irgendwas mit Dumbbell Snatch und Box Jumps. Ich weiß aber nicht mehr genau die Kombi. Ich meine, das waren aber nur die zwei Übungen. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Aimbap, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall Dumbbell Snatch. Und Boxjumps. Eine Box war auf jeden Fall dabei, ob es jetzt Burpee Boxjumps waren oder Boxjumps, weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall dann mit Dumbbell Snatch, das war mein erstes Workout in der Class zumindest. Und dann eins meiner ersten Workouts, die ich auf jeden Fall noch ganz genau weiß, war Miko oder Miko's Triangle. Was schon gesagt, die drei Maschinen, Assault Bike, Ski oder Skiergometer und Row. Imam 40, jede Minute dann eben eine bestimmte Anzahl Kalorien, wie man kann. Vierte Minute ist dann Pause. Da hat mich der Kumpel nämlich zu überredet. Welches findest du ist das schlimmste Gerät? Schlimmste Maschine? Gerät? Ah, schwer zu sagen. Ich hasse das Ski, ich hasse es. Ich auch, wobei Ski-Ergometer finde ich nicht so, das tut nicht so weh wie andere. Also Ski-Ergometer am Ende, wenn du dann nicht mehr kannst, also wenn es geht mir zumindest, wenn ich dann nicht mehr kann, dann kann ich einfach nicht mehr ziehen. Mhm. Also ich kriege einfach das Tempo nicht hoch, aber ich habe nicht dieser Schmerz, aber ich kann noch weitermachen. So, das hat wie man das vielleicht mal das habe ich dann eher mal auf dem Rudergerät oder auf dem Ecobike natürlich oder Assaultbike, wo man dann einfach auch Bike kann auch schlimm sein. Also so ein 20 Minuten Watt-Test oder so ist auch schlimm, tut weh. Aber da kann ich mich irgendwie mehr pushen, habe ich das Gefühl. Wobei auf dem Skier, da irgendwie ist die, weiß nicht, die Power fehlt am Ende, kann ich nicht mehr ziehen.
Interessant. Also, die anderen beiden sind halt mehr mental dann auch bis zu einem gewissen Punkt so, ne? Also, dann kann man halt noch durchpushen, wenn man sich einfach vom Kopf sagt, so, nee, ich bin jetzt noch nicht fertig. Sagen, so, eigentlich, ich würde fast sagen, der Rower ist so, also so ein 5K-Row oder so. Das ist eigentlich so mit das Schlimmste, was es gibt. Ja, Mann. Habe ich auch gleich noch eine Speedrunde zu, wo der 5K-Row vorkommt. Ja. Verfolgst du andere Sportarten, Mats? Fußball, ne? Verfolge ich. Wie die meisten halt, also. Was ist dein Team? Eigentlich war immer Bayern. Mein Team war eigentlich immer Bayern. Ich muss sagen, die letzten Jahre, ich habe da nicht mehr so viel Fußball geguckt wie früher. Aber eigentlich ist Bayern immer noch mein Team. Mhm. Ich würde mich jetzt aber nicht als Fan bezeichnen. Also ich bin nicht, ist einfach so, wenn Bayern spielt, ich bin für Bayern. Liegt natürlich auch irgendwie daran, dass sie so international am repräsentieren. Mats, wo bist du hin? Alright, Mats ist irgendwie rausgeschmissen worden, glaube ich. Schauen wir mal, ob er wiederkommt. Damn, damn, damn. Die Bayern. Ich glaube, es kann als Bayern-Fan halt auch echt irgendwann langweilig werden, wenn da nichts mehr passiert. Also ich glaube, keine Ahnung, wann wurde Dortmund das letzte Mal meistens? Ich glaube 2012, das ist jetzt 10 Jahre her. Und quasi 10 Jahre haben die alles rasiert und mitgenommen, also zumindest national, was geht. Das ist, glaube ich, irgendwann auch langweilig. Schauen wir mal, ob der Mats jetzt nochmal wiederkommt oder ob er jetzt endgültig rausgeworfen ist. Mal aufs Handy gucken. Da steht noch nichts. Mats Laptop hat einen Neustart angefangen. Keine Ahnung warum. Geil, das ist, also wir können jetzt mutmaßen, ob es Windows oder Mac ist. Na, mal schauen, wenn der wieder hochgeladen ist. Ich kann noch ein bisschen was verraten, was jetzt in den nächsten Wochen noch kommt. Also, ich habe auf jeden Fall Jonas Zistler noch zu Gast, auch deutscher Mailathlet. Müsste aber auf jeden Fall noch 1-2 Wochen dauern, da wir jetzt irgendwie mit der Family in Andalusien jetzt erstmal sind, eine Woche, und da wird, glaube ich, der Podcast erstmal ruhen. Sebastian, ist ja eh bei den Fitness-Sachen nicht dabei, aber Gespräche mit Fotografie-Background wird es dann auch erst danach wieder geben, weil er ist gerade umgezogen und hat noch kein Internet am Stissel. Aber danach werden wir auf jeden Fall auch wieder Gas geben, was die Fotografiegespräche anbetrifft. Ja, und hier waren wir eigentlich schon fast fertig. Also ich werde jetzt gleich in die Speedrunde mit rüber geswitcht. Mich hat nur noch interessiert, ob er halt irgendwie noch was anderes verfolgt, außer Functional Fitness Welt und Fusi. Weil ich bin gerade so richtig im French Open Fieber. Ich finde es krass, dass Zverev Alcaraz bezwungen hat. Und bin jetzt echt, also hätte ich nie im Leben gedacht so, ne? Weil Alcaraz im Moment der Hype-Spieler schlechthin ist und alles rasiert. Und jetzt ist Zverev im Halbfinale. Ich glaube sogar gegen Nadal jetzt. Das wird nochmal echt spannend. Also wenn der Nadal knackt, dann könnte es echt passieren, dass er seinen ersten Slam holt. Habe ich ihm jetzt ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich mag ihn auch nicht so vom Spielerischen her, weil er eher so ein Grundlinien
Klopper ist, so meiner Meinung nach, und nicht so variabel in seinem Spiel ist. Also selten Netz-Stops macht er auch nicht so oft. Aber wäre auf jeden Fall krass, wenn er das schafft. Also hätte ich nicht gedacht. Nadal auch wieder übelst am Rasieren. Also der Typ, keine Ahnung, gefühlt 50 und jetzt hier Australian Open gewonnen, jetzt auch wieder Halbfinale French Open. Also mega. Goat halt einfach nur, ne? Ja. Schauen wir mal, ob der Mats jetzt nochmal wiederkommt. Ich schreibe ihn gerade nochmal wieder. Ja, Semifinals sind auch im Moment am Start. Was ich richtig gefeiert habe, war das Comeback von Will Morad. Ich glaube, irgendwie von Platz 10 auf 5 irgendwie. Das war richtig heftig. Was hat er aufgeholt? Ich irgendwie 80 Punkte wären ein bisschen krass gewesen. Aber auf jeden Fall übelst viele Punkte aufgeholt auf James Sprague, der im letzten Event halt einfach nur gestorben ist. Bitter für James, aber Alter, Will Morad, nach all dem, was der in diesem Jahr irgendwie mit seiner Frau und so durchgemacht hat, richtig crazy Story. Richtig crazy Story. Und ich bin natürlich auf jeden Fall gespannt, was das andere europäische Semifinal dann hergibt. Es sind auch ein paar interessante Athleten dabei. Vor allen Dingen die zwei anderen deutschen Mädels. Bin auch gespannt, was da passieren wird. Yeah, yeah. Mats, wo bist du? Er ist wieder da. Let's see. Back in the house. So, bin zurück. Sorry. Easy. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, wenn man immer wieder auf einen Neustart, ein Update machen will, man immer wieder auf Verschieben drückt, irgendwann macht er das einfach automatisch. Nein, kein Update. Ich mache das jetzt einfach. Ja, ich weiß nicht. Oder es kann auch sein, dass ich irgendwann mal vor 3 Tagen mal eingestellt habe, in 3 Tagen machen oder so. Ja, und ja. Das war zufällig jetzt. Naja, hast du ein Windows oder ein Mac? Windows. Windows. Ja. Geil. Ja. Ich vermisse das schon irgendwie so ein bisschen. Diese ganze Windows, ja, Virus, bla bla, runterfahren, ja. Defragmentierung, keine Ahnung. Ja. Mac macht sowas nicht? Nee, oder Mac. Nee? Alter, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich den letzten Windows? Irgendwann Anfang 2000er oder so. Ja, okay. Irgend so ein Pentium, was weiß ich, so, ne? Mhm. Und dann irgendwann auf Mac umgestellt und Zero Virus oder irgendwelche Probleme. Also echt krass. Ja. Ich habe immer Windows gehabt, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Also ich habe ein iPhone, aber Windows-Computer. Mhm. Ich habe ein Mac, aber ein Android-Handy. Auch nicht geil. Okay. Auch nicht geil. Ja. Weil die Kalender synchronisieren sich nicht, das ist mega anstrengend. Oh, ja. Du musst immer deinen Kalender zweimal führen, das nervt mich so übelst ab. Ja, ja. Ja, macht man ja auch nicht. Ja, was habe ich eben gerade gelabert? Ich habe eben gerade gelabert, dass das zweite europäische Semifinal, ist da André Houdet auch dabei? Ja, ne? Ja, genau, der ist dabei, ja. Der ist nächstes Wochenende. Also 9. Bist du da am Daumen drücken und gucken, oder? Ja, ich gucke auf jeden Fall. Ich bin wahrscheinlich das Wochenende, oder ich bin nicht wahrscheinlich, ich bin das Wochenende in Deutschland bei der Familie zu Besuch, aber guck dann von da. Genau. Ja, wie siehst du seine Chancen? Relativ gut, würde ich sagen. Also ich glaube, die Chancen sind gut. Also ohne jetzt irgendwie. Also ich hab mir mal so angeguckt, wer da so dabei ist. Und eigentlich sind da nicht viele, oder nicht viele, wo ich irgendwie sage, die kann er nicht schlagen. Ich überlege gerade, wer noch fehlt. Also 2, 3 richtig gute sind natürlich dabei. Ich meine, die sind natürlich alle richtig gut, aber so richtige Games-Athleten, eben, die schon oft bei den Games waren. Jon Nikoski zum Beispiel ist dabei. Koski stimmt. Sehr gut. Ja, sehr gut. Lee George ist, glaube ich, auch dabei. Lee George ist dabei, ist auch sehr gut. Auch schon aber ansonsten fällt mir jetzt gerade aus dem Stegreif nichts wirklich ein. Nee, so. Also Zach George aus England ist dabei. Ja. Ist aber auch nicht, also
Aber ich glaube, er macht das. Ich glaube, er schafft das unter die Top 5. Gibt es dänische Athleten bei den Frauen? Nicht dieses Jahr. Nee, warte mal, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage. Nein, die hören das ja zum Glück. Deutsche sind keine Männer, glaube ich. Katharina doch, Isele doch, ist Mann, dabei. Ein Mann ist dabei. Ein deutscher Mann ist dabei. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Warte mal. Serious? Ja. Boah, muss ich googeln. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr leider. Strength in Depth. Ein Deutscher ist dabei. Leaderboards. Elite. Gameseite. Cthulhu's. Strength in Depth. Cthulhu's. Jan Arndt Finkenberg. Serious. Ja, genau, ja. Doch, gibt's einen. Schau ich gerade mal bei den Women's. Soll ich da eine dänische Flagge gibt? Ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, dass da keine Dänen dabei ist. Norway. Die einzige Dänen, glaube ich, war Julia Haugau. Und die war jetzt über beim Lowlands dabei. Ja. Der Name wurde auch richtig gebutschert die ganze ja, Zeit. Ja, genau, ja. Ja. Ist auch schwer, ist auch ein sehr dänischer Name. Ja, mega. Ja, Mats, geil. Wir sind schon fast am Schluss. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Ja, und bin danke gespannt, für die Einladung. Und bin gespannt, was die nächsten Jahre da abreißt und auf welches Level du dich hiefst. Ich habe jetzt noch eine Speedrunde. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Fragen. Du antwortest so schnell wie möglich. Okay. Ist auch der Row dabei? Snatch oder Clean and Jerk? Clean and Jerk. 5K Row oder 100 Burpees auf Zeit? 100 Burpees auf Zeit. ist egal, was die Alternative ist bei der? Fast. Was wäre schlimmer als 5K Row? Das muss ich darauf muss ich das dann abändern. Schlimmer als 5K Row? 5K Ski. Nee, ja, würde ich fast gar nicht mal behaupten. Ich würde fast 5K Row schlimmer finden. Oh, ich weiß nicht, gibt es was Schlimmeres als 5K Row? Irgendwie so ein. Irgendwie so Echo, vielleicht irgendwie so Echo-Bike, irgendwie, keine Ahnung, 500 Kalorien auf Zeit oder so, keine Ahnung. Das kann ich muss mir da noch irgendwas Diabolisches einfallen lassen. Okay, weiter. Tia oder Island? Was war das erste? Tia oder Island? Also no, Tia Tumi oder Island? Ah, jetzt. Island. Olympia oder CrossFit Games? CrossFit Games. Und das letzte, lieber Arm ab oder Arm dran? dann lieber Arm ab. Danke dir, Mats.